Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Day of Billions. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns immer noch auf der zweiten Karte am Tag 25 und haben bereits jetzt schon 10 Sniper. Das ist recht ordentlich, so viele hatte ich noch nie so früh. Normalerweise glaube ich, habe ich jetzt immer erst angefangen Sniper auszubilden. Und genau, mit diesen Snipern räumen wir jetzt hier mal auf, damit wir diese Doom Village da platt kriegen können, und würde ich ganz gerne auch hier noch aufräumen. Schauen wir mal, was da möglich ist in dieser Folge. Wir wollen aber jetzt erst einmal die Bank bauen, und damit wir die bauen können, müssen wir erst einmal genügend Kolonisten haben. Da fehlen uns leider noch ein paar. Oh, da muss ich kurz aufpassen. Da natürlich wieder so ein Spucker, der spuckt einen dann immer ganz gerne in die Suppe. Ein bisschen auch aufpassen. Also wir müssen auf jeden Fall weiterhin Sniper ausbilden, das dürfen wir nicht vergessen. So, und da haben wir ja... Oh, da haben wir ja 4 Stück schon. Die kriegen gleich was zu tun. Wir wollten jetzt eigentlich die Bank bauen, und damit wir das machen können, müssen wir erstmal noch ein paar Vorbereitungen treffen. Wir werden also hier jetzt 2 Farmen hinbauen. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal, dann sobald wir genügend Gold haben, nochmal eine Mühle hinbauen für Energie. Und dann werden wir hier die Hütten upgraden, also die Zelte upgraden zu Cottages. Damit wir auf unsere 400 Kolonisten kommen, um endlich die Bank bauen zu können, damit wir mehr Gold in die Kassen kriegen, und ab 600 Kolonisten bekommen wir dann einen weiteren Bürgermeister. Das sind so jetzt mal die Ziele für die aktuelle Folge. Und ich glaube, ja Mist, es fällt mir jetzt erst auf, hier kann ja eigentlich keiner durchlaufen, die müssen jetzt hier immer so den Bogen laufen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier unten dann irgendwie wieder was zusammenläuft. Und weil ich das gerade sehe, werde ich hier auf jeden Fall mal verstärken. Ah, da ist ganz schön was los da oben. Und schauen wir mal, gut, wir wollen auf jeden Fall hier weiter expandieren. Ey, da ist ja ganz schön was los gerade. Da ist nochmal ein Spucker. Hey, jetzt geht hier irgendwie ganz schön die Post ab, oder? So. Wir haben erst einmal genügend Nahrung zusammen. Das war einfach unsere Zelte upgraden. Das machen wir mal. Oh, da kam jetzt schon mal ein ganz großer vorbei. Aber okay, war kein Problem für uns. Was wir noch tun werden ist, wir werden jetzt hier mal die Sniper da hochschicken, dass die da mal den Hof hier aufräumen. Den Vorhof nenne ich das hier jetzt mal. Die Sniper können da noch ein bisschen nach vorne, so. Und ich glaube, was ich jetzt auch echt mal bauen werde, sind mehr Sägemühlen. Da kriegen wir zu wenig rein, und Stein... Da haben wir noch ein Steinfeld, das könnten wir jetzt auch mal langsam einnehmen. Dann können wir mal gucken, 20 Energie für die Bank, 50 Holz und 1000 Gold. Mache ich mir momentan, glaube ich, gerade nur Sorgen um das Holz. Da nehmen wir irgendwie tatsächlich nicht ganz so viel ein. Dann bauen wir vielleicht mal hier irgendwo eine Sägemühle, wenn wir da was Gutes kriegen für. Ja, 12. Da gab es auch 12. Machen wir hier da die 12. Genau, und mit denen gehen wir jetzt mal davor. Der Ranger, den stellen wir mal hier hinten zum Soldaten dazu. Tun hier da noch die Mauern upgraden. Und dann warten wir ganz kurz, bis wir die Bank bauen können. Derweil räumen wir jetzt hier einfach auf. Mit den Snipern laufen wir mal da hoch, weil wenn wir dann was anziehen, dann haben wir da die Balliste im Rücken. Die kann uns dann noch helfen.
So, und dann hier würde ich dann auch ganz gerne aufräumen kurz, damit wir da vielleicht noch eine Mauer ziehen könnten. Und apropos Mauer, dann wir wollen ja jetzt dann ganz schnell hier hinten ran an den Kartenrand, um da uns unsere finale Mauer aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt schauen, ja, da für 7, das sieht gut aus, und hier für 6, dass wir jetzt auch recht hohe Steineinkommen haben, damit wir jetzt einfach kontinuierlich bauen können und nicht immer warten müssen. So zumindest ist der Plan. Jetzt habe ich natürlich den anderen Plan kaputt gemacht. Wir wollten ja eigentlich die Bank bauen. Aber gut, dann, das haben wir ja gleich. Wir müssen jetzt nochmal eine Goldladung abwarten von unserer Kommandozentrale. Und dann können wir die Bank bauen, dass wir nochmal mehr Income kriegen. Oh, ja, hier muss man jetzt, glaube ich, aufpassen. Ja, da kommt schon ein bisschen was. Ich laufe mal, ich versuche mal zurückzulaufen. Da kam nämlich jetzt gerade ein bisschen mehr, als die Sniper verkraften können. Zum Glück haben wir das jetzt noch rechtzeitig gesehen. So, jetzt können die nämlich wieder einfach ganz langsam davor arbeiten. Die machen ja auch einen ganz guten Job. Und wir können jetzt endlich die Bank bauen. So, da haben wir die Bank. Sehr schön. Und dann können wir erstmal nichts mehr machen. Wir werden jetzt nochmal eine Mühle bauen müssen. Hier werde ich wahrscheinlich auch noch einige Sägemühlen hinbauen. Einfach damit wir mehr Holz kriegen. Demzufolge auch mehr Gold-Income, weil Überschüssiges wird ja immer schön verkauft. So, jetzt überlege ich mal. Ich könnte jetzt mal hier. Moment. Genau, okay. Die ziehen wir jetzt wieder zurück. In die Reichweite der Ballista. Dass die da ein bisschen unterstützend mithilft. Genau, so, perfekt. Das erste Gebäude ist auch schon gefallen in der Doom Village. Sehr schön. So, jetzt könnten wir tatsächlich nochmal eine Energie hinstellen. Und zwar stellen wir die hier hin. Ich glaube, das ist ganz okay so. Bilden jetzt nochmal einen Sniper aus. Nebenzu tun wir jetzt einfach mal Gebäude upgraden, weil bringt uns natürlich auch mehr Income. Wir sind jetzt schon bei 534 Income mit der Bank. Jetzt. Oh, ich weiß nicht, hier, das sieht trotz dem vielen Grün hier eigentlich aus, als könnten wir hier vielleicht auch nochmal ein Zentrum aufbauen, quasi Zentrum mit Bank und Marktplatz. So, jetzt muss ich nur überlegen. Ich glaube, jetzt bauen wir mal hier. Das Problem ist, das hier liegt halt recht offen gerade. Ich würde da ganz gerne eigentlich eine Mauer langziehen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Machen wir das vielleicht so. Ich glaube, das könnte helfen, und dann ziehen wir hier einfach nur um die herum Mauern. Muss jetzt nur noch mal kurz warten auf mehr Gold. Aber da sehe ich ja schon 3 fette Goldbarren liegen. Oh, dann können wir richtig viel bauen wieder. Weil gerade mangelt es uns ja eigentlich nur an Gold. So. Ach, das lassen wir da oben. Ich glaube, die Mauer, die hält es aus, bis die Ballista fertig ist. Dann kann die das aufräumen. Und dann bauen wir hier jetzt einfach. Oh, für 15, das hört sich das sehr gut an. Na, hier 9. 9 ist mir zu wenig. Aber wir stellen hier ein Warenhaus hin. Und zwar hier. Perfekt.
dass wir auch mehr lagern können. So, mit die Sniper, die können jetzt auch wieder weiter vorgehen noch. Und dann können wir... Jetzt habe ich das Gold. Ich hab dachte, ich hätte hier schon Mauern gebaut. Nein, habe ich noch nicht, weil mir genau das Gold gefehlt hatte. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir erforschen schon mal die Foundry. Die werden wir jetzt dann auch demnächst brauchen, um eben halt unsere Produktionsgebäude aufzuwerten. Und dann für das Endgame quasi dann... um die Executioner Towers aufbauen zu können. Die sind nämlich für das Endgame sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. So, jetzt bauen wir gerade mal 3 Mühlen. Wir können das ja machen. Und dann brauchen wir wieder Holz. Ja, zum Glück bauen wir jetzt hier gerade schon eine Sägemühle auf. Beziehungsweise da liegt ja auch noch ein bisschen Holz rum. Und richtig viel sogar, 20. Dass wir hier einfach nochmal Gebäude aufwerten. Oh, da ist ja ein richtig schön großes Steinfeld. Sehr schön. Gefällt mir. So, wie machen wir das jetzt? Ich würde jetzt ganz gern sofort an diesen Maprand hinbauen. Drum ziehe ich jetzt die mal zurück. Gibt mal noch 2 Sniper im Auftrag. Die sollen jetzt quasi die Baustelle hier bewachen, beschützen, wie auch immer. Dann ziehen wir jetzt hier mal Mauern nämlich schon mal lang. Fangen wir damit gleich an, weil hier haben wir auch ein paar... Oh, da ist ja nochmal eine Doom Village. Okay, müssen wir aufpassen. Da müssen wir jetzt dann aufpassen. Das heißt, die ziehen wir wieder ein bisschen zurück. Wir verändern noch das Target wieder. Das sind wir auf die stärksten Einheiten. Ah, Moment, wir wollen ja hier das upgraden und dann können wir jetzt hier jetzt gleich die Mauer bauen. Schon mal. Reicht das oder könnten wir noch näher ran? Das würde mich jetzt nur mal interessieren. Darum bauen wir jetzt hier einfach mal noch was hin, weil es mich jetzt einfach nur interessiert. Ich glaube, das ist aber zu weit vorne. Ja, wobei... Na, schauen wir mal. Ich kann mir das nie merken, wo exakt die Grenze verläuft. Quasi, wo man was hinbauen kann und wo nicht. Aber, ja, vielleicht hier auf der Höhe und dann wäre der Tesla Tower da vielleicht sogar richtig gut platziert. So, mit 542 Income stehen wir jetzt doch schon mal deutlich besser da. Das Steininkommen könnte noch besser sein. Okay, hier close to map limit. Dann kann man hier bauen. Okay. So, und dann machen wir das wieder so, wie ich das ja quasi schon. Moment. Ah, jetzt weiß ich gerade nicht mehr. So, kann man das so bauen? Ja. So war das. Jetzt machen wir das so, wie wir es quasi gegen Ende des 4. Versuchs gesehen haben. Wir bauen jetzt eine Doppelmauer quasi auf und dahinter immer in regelmäßigen Abständen eine Ballista, damit wir erstmal vorübergehend geschützt sind, wenn spontan mal was vorbeikommt. Ich zeig's euch gleich, wie ich das gemeint habe. Aber ihr werdet es auf jeden Fall so auch noch sehen. Ah, vielleicht jetzt gerade, also hier, genau, ich glaube, da kam gerade so eine Zwischenwelle. Und drum müssen wir da einfach immer in regelmäßigen Abständen Ballistas hinstellen, damit diese Zwischenwellen uns nicht überraschen und uns irgendwas kaputt machen. So, dann tun wir jetzt mal mit Tesla Tower. Und genau das hier wäre zum Beispiel jetzt so eine Überraschung. Der Zombie da greift natürlich jetzt den Tesla Tower an. Das können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Das ist so eine Überraschung. Dafür haben wir eigentlich Ballistas in regelmäßigen Abständen aufstellen wollen. Ja, da verlieren wir jetzt wieder wertvolle Zeit. Oh, jetzt muss ich mich aber schicken. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Hier ist doch irgendwo... Das macht einen ganz nervös, wenn
Jetzt müssen wir gucken, wo sind denn noch Beschädigte? Okay, das werden die drei sein. Das macht einen ganze Zeit nervös, wenn da oben immer die ganze Zeit geschossen wird. So, dann lassen wir jetzt mal die hier da. Da passiert mal ein bisschen. Oh, da ist keiner. Moment, der. Oh, okay. Boah, zum Glück haben wir da ein Stück weiter gebaut, die Mauer. Der Sniper muss uns jetzt retten. Der Ranger. So, ja, zum Glück haben wir da die Mauer stehen gehabt. Gut, der Zombie da hat trotzdem nicht lange überlebt. Und wir kriegen jetzt Besuch aus dem Westen. Genau da, wo wir ja gerade... Genau da, wo wir gerade am Arbeiten sind. Das passt mir jetzt nicht ganz so in den Kram. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, von wo die kommen. Die könnten jetzt von hier kommen, wo wir jetzt gerade stehen. Von da unten irgendwo oder auch von hier oben. Das wird jetzt sehr spannend. Wie löse ich das? Gut, ich werde hier als einfacher provisorisch zumauern. Das ist jetzt so quasi die einzige Chance, die ich gerade sehe. Komm, mach mal fertig da. So, das reißen wir. Und dann hier oben müssten wir jetzt auch irgendwie zukriegen. Wird knapp, dass der Tesla Tower da noch rechtzeitig fertig wird, aber jetzt schauen wir mal. Zur Not müssen wir uns sehr weit zurückziehen und das alles nach... Ah ne, okay, sie kommen von hier. Uiuiui, und wir haben noch keine Ballista stehen. Der Tesla Tower ist eh falsch platziert. Dann machen wir das hier so. So, und ich habe ja jetzt gesagt, in regelmäßigen Abständen würde ich das gerne machen. Schauen wir mal hier. Machen wir hier eine Ballista hin. Und dann tun wir mal hier eine hin. Das wird jetzt eh spannend, je nachdem von wo die kommen. Die kommen ja von hier, aber sie könnten jetzt oben rum oder unten rum kommen. Oder sich ja vielleicht auch aufteilen. Das wird sich jetzt erst zeigen. In jedem Fall werden die Ballistas auf jeden Fall nicht rechtzeitig fertig werden. Ich glaube, diese einfache Mauer ist auch ein bisschen optimistisch von mir. Machen wir lieber eine doppelte. Okay, von da oben kommen sie, wie es aussieht. Und von da unten, okay. Dann hoffen wir jetzt, gut, hier oben machen wir keine Sorgen, ich glaube die Mauer halten das aus, aber hier unten, das wird schon kritischer. Machen wir das mal so, um unsere Sniper ein bisschen zu schützen, falls sie da durchbrechen. So, aber hier oben, das ist aufgeräumt. Das ist kein Problem mehr. Oh, eine Harpie kommt auch noch dazu. Okay, die hat es nicht überlebt, sehr schön. Gut, klar, da oben... Der musste sein. Okay, die Ballistas sind jetzt auch fertig. Gut, wir haben es soweit geschafft, aber... War spannender, als ich wollte. Sehr viel spannender. So, wo ist denn... Irgendwo ist doch noch ein kaputtes Mauerstück. Aber wird wahrscheinlich das hier sein. Ja, hier oben, da müssen wir jetzt auch mal aufpassen. Das sollte ich jetzt... Warte mal, das machen wir vielleicht jetzt gleich. Zumindest mal eine Doppelmauer hinstellen. Und dann später mal upgraden auf jeden Fall. Und noch wichtiger natürlich, wir müssen quasi dann mal auch da aufräumen an der Stelle. So, jetzt laufe ich nur mit den Sniper nochmal darauf.
platziere jetzt die Ballista. Im Prinzip haben wir jetzt eigentlich immer dasselbe Muster. Wir platzieren immer über den Tesla Tower quasi direkt daneben die Ballista und dann können wir später dann, wenn es um die Endvorbereitung geht, immer zwischen den Ballistas nochmal eine hinsetzen. Das ist eigentlich ganz gut. Schön zur Orientierung, ist so relativ wieder so symmetrische Geschichte. Ich mag das einfach. So Symmetrien und mei, wenn ich das hier nutzen kann, dann nehme ich das natürlich auch gerne mit. So, den ziehen wir wieder ab. Die ziehen wir alle ab. Der eine da kann sich da noch ein bisschen darum kümmern. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, wir sollten schauen, dass wir eine Foundry bauen. Was braucht denn die? Die braucht 20 Worker. Okay, wir haben gerade dafür gesorgt, dass wir jetzt dann gleich ein paar mehr kriegen. 30 Steine und 2000 Gold. Gut. Weil Stand jetzt sind wir, glaube ich, noch gar nicht, also wir sind gar nicht wirklich gut mit plus 17 Steinen. Es wird besser, wenn wir mal hier dieses Feld da haben. Aber wir brauchen noch deutlich mehr Steine und damit wir das jetzt recht früh haben, werden wir jetzt die Foundry bauen und die Advanced Quarry erforschen. Dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht in der Richtung. Ich baue jetzt auch erstmal immer nur einen Layer von der Mauer hin, quasi damit wir einfach generell mal ein bisschen vorwärts kommen. Ah, wir brauchen nochmal ein paar Häuser. So, perfekt, nur nicht zu viel, sonst müssen wir schon wieder eine Mühle bauen, damit wir die Foundry bauen können. So, Moment, da mal kurz gucken. Ja, okay. Und da ist eine Lücke zu den... zum Dorf, quasi, zur Zombie-Stadt. Oh, das ist blöd. Hier kann ich jetzt nichts bauen. Da muss ich jetzt ausnahmsweise das hier hinbauen. Ja, das ist immer so blöd, diese Minenfelder. Mei, zum Glück ist es uns jetzt nicht in der Mauer in den Weg hier oben. Da haben wir dann tatsächlich das im Weg, wenn wir die Mauer da lang ziehen wollen. Ist eine potenzielle Schwachstelle dann natürlich für unsere Mauer. Müssen wir dann wahrscheinlich drumrum bauen. Oder schauen wir einfach mal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da machen wir jetzt keine Sorgen. Zumindest keine so großen. Genau, wir werden jetzt gerade nichts bauen. Wir warten mal kurz. Ich hole mir jetzt aber mal den Ranger hier rüber. Der soll mir mal da noch das Gold einsammeln. Damit wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen. So, die Stadt ist jetzt gerade hier drüben abgelenkt, wie ich sehe. Dann könnte ich jetzt quasi die Stadt mal von der anderen Seite angreifen. Quasi zwei Fronten Krieg. So, wir können die Foundry jetzt bauen und die bauen wir hier hin. Perfekt. Ja, dann können wir das jetzt quasi dann gleich mal unseren Income verdoppeln. Das heißt, statt plus 17 wären wir bei plus 34. Das ist ordentlich. Und hier das Goldfeld sollten wir dann auch mal bei Zeiten einnehmen. Moment, jetzt nur hier wieder. Okay, kann ich gerade nicht. Dann nutzen wir das einfach mal, um hier auch die Lücken wieder zu füllen. Weil wir müssen ja das ja auch immer schön zusammenhalten, das Ganze. Oh, ob das nicht zu viel wird? Schauen wir mal. Auf jeden Fall sollten wir mit den Snipern von der anderen Seite gleich mal angreifen. Nee, okay, kein Problem. Auch für die nicht. Die schaffen das auch locker. Gut, jetzt klar, wo sie Unterstützung auch noch von der anderen Seite kriegen, sowieso. Oh, ich habe keine Worker mehr. Das heißt, wir müssen hier wieder upgraden. Und ja, hier, das schaut mir eigentlich sehr gut nach einer zweiten Kolonie aus. Beziehungsweise hier können wir dann noch die dritte machen. Also nicht Kolonie, sondern einfach nochmal ein neues Zentrum. So, jetzt habe ich nur das Problem. Moment.
kann ich jetzt hier schon wieder was bauen? Ja, sehr schön. Und eine Mühle brauche ich auch. Zum Glück tue ich ja gerade Workers ausbilden, also quasi Häuser upgraden, damit wir wieder Worker haben. Dann kann ich wieder schön eine Mühle bauen. Wie bauen wir? Ah, da können wir noch ein paar Farmen mal platzieren. Ah, da. Okay, dann bauen wir genau da eine hin. Hier bauen wir auch noch eine hin, dann haben wir schon mal zwei stehen. Ja, okay, da ist noch ein einsamer Zombie. Der kann da mal ruhig alleine klarkommen. Bauen wir hier weiter. Ah, okay, uns fehlt jetzt auch noch Energie dann für die Ballista. So, aber die Doom Village hier ist jetzt aufgeräumt. Da passiert jetzt so schnell nichts mehr. So, mit dem Gold läuft auch schon besser. Wir sind jetzt schon bei plus 700. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, und bevor ich jetzt da ewig weiterbaue, sollte ich jetzt erstmal Ballistas nachziehen, sonst habe ich die Mauern ja auch gleich wieder verloren. So, Moment. Du räumst jetzt mal da oben auf. Wir haben ja hier einen Ranger, der kann ja für uns mal das ganze Zeug hier einsammeln und... Wir machen... Oh, Moment, das müssen wir mal gucken. Ja, 100 Gold nehmen wir mit. Und bauen dann hier einen Tesla Tower auf. So, der nimmt da auch nochmal das Gold mit. Ah, jetzt fehlen uns wieder die Worker. Okay. Also wir brauchen dringend, wirklich sehr dringend noch... Eine zweite zweites Zentrum hier. Oh, die Farmen. Nahrung geht mir auch langsam wieder aus. Dann. Da haben wir noch Platz. Und dann können wir eigentlich hier mal ein paar Farmen hinstellen. So, machen wir hier weiter. Genau, das hier hat ja perfekt gepasst. Und hier wieder. Schau mal, ich hoffe, hier oben ist jetzt irgendwann mal noch eine natürliche Begrenzung irgendwie, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit immer die Mauern da hochziehen müssen. Oh, das schaut mir aber so aus. Oh, das wäre genial. Dann kann ich nämlich hier mal aufhören mit Bauen und vielleicht mal langsam... Ja gut, hier weiter aufhören. Also wir müssen irgendwie mal schauen. Hier ist natürlich recht gefährlich noch, weil wir da gerade gar nichts machen und hier auch nicht. Also dann müssen wir noch überlegen, wie wir das vernünftig machen. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Mauer dazu und dann können wir uns um andere Stellen kümmern. Ich denke, dann werde ich auch wieder die Sniper aufteilen, dass vielleicht die hier einfach da weiter aufräumen und mit denen gehe ich vielleicht hier hin oder hier hin. Hier wird auf jeden Fall noch eine Doom Village sein, weil da kriegen wir regelmäßig Besuch und wir kriegen auch hier regelmäßig Besuch. Also da ist definitiv noch was im Busch. So, hier nochmal. So, perfekt. Unsere Goldmine ist jetzt auch fertig. Wir gleich nochmal die Häuser upgraden, weil die Worker werden uns schon wieder knapp. Und dann fangen wir, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen an, Sniper auszubilden. Und dann, genau, ziehen wir hier nochmal die Mauer hoch. Dann da hier einfach nochmal eine letzte Mauer. Warte, hier kommt zwei, eine Balliste hin, hier nicht, hier, ja, dann bauen wir die dahin. So, perfekt, dann ist jetzt die Mauer quasi gesichert. Die werden wir jetzt dann Stück für Stück einfach verbreitern. So, und da kommt auch schon eine Zwischenwelle und das ist jetzt genau das, was ich ja vorhin angesprochen habe, warum es eigentlich
Wichtig ist hier stellenweise Ballistas aufzubauen, damit man einfach von nichts überrascht wird. Ja, so wie da zum Beispiel. Da ist noch ein bisschen da ist natürlich jetzt noch die kleine Lücke gewesen. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch eine Ballista hinstellen. Die stellen wir hier hin, damit die das da gleich abdeckt. Wir können hier oben ja sowieso keine weitere mehr hinbauen. Und damit ist das hier jetzt gesichert. Ah, da sind noch... Oh, da hat eine Harpie. Da hat eine Harpie die Gunst der Stunde ergriffen. War nämlich noch nicht fertig. Die Ballista da unten, somit kam die Harpie natürlich ungehindert durch. So, Moment, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt passiert wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, ich werde jetzt dann doch mal... Genau, da ist jetzt gerade noch ein Zombie. Der muss weg. Und mit denen... Ich glaube, die lasse ich jetzt zusammen. Oh, da unten ist auch gerade viel los. Ganz kurz. Wir schieben die Sniper jetzt mal hier runter. Die hier bleiben hier. Die werden jetzt dann hier aufräumen. Und wie das weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.